zu unserem Starlink. Da seht ihr es. Gestern Abend war ich ein bisschen frustriert, weil es ja nicht so geklappt hat. Dann sind wir essen gegangen und dann ein paar YouTube-Videos gesehen, geguckt auf der Stecker. Das ist für euch ganz wichtig. Wenn ihr das geliefert bekommt, ist meistens der Stecker schon drin, hier am Starlink, also an der Antenne. Und er ist meistens nicht richtig drin. Und dann gibt es Probleme mit der App. Und dann gibt es hier immer offline, online, offline, online. Und suche. Und dann geht es aber nicht. Und das habe ich auch gecheckt dann heute Morgen, 5 Uhr morgens, war ich wach. Und dann habe ich es gleich gemacht. Und das Rätsel der Lösung ist, das war es nicht. Ihr müsst aber warten. Ihr müsst warten, es dauert hier. Wir sind jetzt hier in Griechenland, in Peloponneso. Das dauert hier so 20 Minuten. Dann ruft er sich so langsam ein über die App und dann auf einmal bumm, funktioniert. Und dann macht er noch natürlich noch ein paar Stunden, guckt die Hinderniserkennung und so weiter. Ihr seht auch hier Bäume etc. Der Standort, dieser Standort wurde mir jetzt eigentlich nie empfohlen. Dann drüben, wo es jetzt die Sanitäranlagen gibt, wo wir mehr Platz haben, also blauen Himmel und keine Bäume, gar nichts. Den fand er super, aber es funktioniert ja auch wunderbar. Also der muss sich, wie gesagt, erstmal eingerufen. Und ich habe das Thema jetzt so gelegt, ich habe ihn da natürlich, dann habe ich hier sogar extra den Boden ein bisschen gefüllt, damit unser Starlink hier nicht die Steinchen abkriegt. Ihr wisst ja, Kratzer, Beschädigung etc. ist nicht so mein Ding, auch wenn es nicht so teuer ist in Anführungsstrichen. Aber jedenfalls, die 20 Meter Kabel habe ich gefüllt verlegt, hier unten, hier sieht es doch mal, da unten habe ich nochmal ein bisschen aufgewickelt, hier geht es okay, ein bisschen weniger, und dann geht das hier rein. Und ja, ist jetzt nicht die schönste Lösung, also die eleganteste Lösung, aber nun, wir müssen dann gucken. Also es gibt da noch einen Zugang da hinten, ich muss gucken mit dem Techniker bei San Mobicard. Liebe Grüße gehen übrigens raus an den Christian. Da kommt auch was auf dich zu, da musst du mir kurz helfen, weil wir haben auch oben die Nextview-Antenne, die kommt dann aber raus vom Günni, die brauchen wir nicht. Also ich bin jetzt Starlink verrückt. Ich habe auch das Buch letztens gelesen von Elon Musk, also von daher, das Ding funktioniert wirklich. Aber gestern Abend, wie gesagt, war ich mega enttäuscht, auch beim Essen. Tanja hat es zu spüren bekommen, weil ich da ein bisschen traurig war, weil ich gesagt, ich mache doch alles richtig. Aber ihr müsst einfach nur warten, Geduld haben und dann geht das schon. Auch wenn da ein paar Äste sind, es funktioniert trotzdem. Ja, ansonsten, die Speed-Test habe ich euch ja schon eingeblendet zu den Starlink. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt das in die Kommentare. Ich antworte auch zeitnah. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist eine Kurzinfo. Es ist jetzt nicht so ausführlich wie bei anderen. Das reicht aber auch, finde ich. Es gibt so viele Videos zu Starlink auf YouTube. Aber das hier, finde ich, für unsere Camperfix-Community reicht vollkommen. Deswegen abonniert den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert. Wenn ihr Fragen habt, kann ich euch sicherlich helfen, weil ich bin ja jetzt ein bisschen weiter als bis gestern, bis gestern Abend und deswegen, da lasst ein Like und bis zum nächsten Mal.